Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zu einer weiteren Folge My Little Puzzle 2, The Continents of Knowledge. Heute geht es in die letzte Welt und die scheint aus irgendeinem Grund ziemlich einfach zu werden. Aber was ich damit genau meine, schaut es euch selber an. So Leute, nachdem wir anderthalb Stunden hier in dem verkackten Level drin waren, oh, das war so nervig, ey, geht es in Welt 5 weiter. Yay, Cremated Changer. Ich bin ein bisschen verschnupft, ihr wisst, Pollen, Frühling und so, ne? Ist schrecklich, ich weiß. Deswegen wundert euch nicht, wir wollen natürlich ein bisschen trotzdem Aufnahme laufen lassen. Ist natürlich hier volles Real Life, was ihr von mir abkriegt hier mit krank sein und so. Gut, zwei Shells. Und Wolkenblöcke da in... Was machen die Wolkenblöcke da? Die sind doch vollkommen unnötig. Ja, vielleicht wenn man nicht da rauskommt und zwei lila Blöcke genommen hat, das kann man verstehen. Okay. Okay, wir müssen beide Shells mitnehmen. Aber, wenn wir einen Yoshi kriegen, können wir die rote mitnehmen. Spekulieren? Ich mach ein Safe State. So. Unten ist ein Block. Was ist da drin? Ich habe keine Ahnung. Das lief nicht so ganz nach Plan. Oh, diese Kante, ey. Dankeschön. Da oben haben wir einen Koopa. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Ich will den P-Switch mal kurz runterholen. Das wäre schon mal eine Überlegung weg. Jetzt haben wir einen P-Switch hier unten. Ich weiß nicht, was der bringt, aber... Okay. Ach ja, das sind ja die Blöcke. Eine Coinstack. Oh, eine Coinstack, sage ich schon. Unten irgendwie so eine Strecke. Das ist zu. War klar. Okay, keine Strecke. Dann drücke ich den noch nicht. Keine Ahnung, was da drin sein wird. Wir können es ja mal kurz nachgucken. Ich hoffe jetzt mal einfach, hier gibt es einen Yoshi. Ein Pilz. Will ich den Pilz jetzt schon haben, ist die Frage. Na, will ich nicht. Da geht es noch weiter und da ist klein. Wir können aber hier eine Disco Shell machen. Ja, wir müssen aber schnell sein. Okay. Ausgerechnet darf... Oh nein. Die Shell soll ja nicht runterfallen. Dankeschön. Guck mal her. Nein. Was ist das? Das ist komplex. Okay, ich glaube, ich bin aber soweit richtig. Nein, hör auf. Geh nicht immer gegen die Wand. Dankeschön. Es ist echt ein Yoshi. Ufi, äußerst praktisch. So. Okay, haben wir einen Yoshi hier. Das ist schon mal ein guter Fortschritt, finde ich. Gucken wir mal an, was wir hier noch haben. Ich könnte... Jetzt mal versuchen. Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn. Ich glaube, das ist auch eher ein Glitch, dass man da so... Ich glaube, wir müssen so einen Spinjump machen. Es gibt zum Beispiel im Kaizo gibt es den Trick. Aber... Ich glaube, das ist ein Geisterhaus in dem einen. Was ist eigentlich hier oben lang? Warum kann man hier oben lang? Das irritiert mich so ein bisschen. Warum kann man da oben lang? Gut. Ich denke mal, das ist eigentlich eine Vermutung wert. Was brauchen wir im P-Switch eigentlich? Wofür brauchen wir den P-Switch? Gute Frage. Können wir da hinten irgendwas sehen, wofür wir den brauchen? Wir kriegen den P-Switch halt auch nicht weit mit, ne? Da sind Blöcke. Da fällt mir gerade ein, wir haben doch da rechts auch noch was gehabt. Da links, oder? Bevor ich das komplett übersehe. Eben. Oh Gott, das ist nur eine Kiste. Hä? Ist es fake? So ein Scheiterpalast. Es gibt, glaube ich, hier keine Schlüssellöcher, oder? Oder gibt es hier ein Secret Exit? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Tut mir leid, ich bin ein bisschen faul gewesen. Ja gut, die Frage ist aber, wir können doch mit dem Yoshi die rote Shell schnappen, ne? Das hatte ich doch vorhin schon vor. Damit können wir, glaube ich, dieses Viech da wegbrennen. Ach, ist klar. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir so. Ah, die Musik ist toll. Okay, wir müssen hier spucken. Und ich war zu langsam.
Nice. Ach, das Ding fällt runter. Und dafür den P-Switch. Natürlich. Okay. So. Da sind Blöcke davor. Jetzt bin ich verwirrt. Wobei eigentlich... Na, nicht unbedingt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich muss das besser timen. Die Münze ist weg. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Wo müssen wir die Münze hinbringen? Die Frage. Das ist böse. Ui! Das Ding kommt ja mit. Ja, das ist... Ja, wir müssen das Viech auf ehrliche Weise töten. Wow. Das war unerwartet. So. Nein, stopp, stopp, stopp. Wir machen Save State davor. Nicht, dass wir das irgendwie hier vergeuden. Yoshi, du kannst ruhig deine Animation länger halten. So, was bringt mir das jetzt, die Münze hier zu haben? Ich muss die Münze mitnehmen, damit der Koopa nicht wieder auftaucht. Okay, schon gut, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wenn die Münze noch da ist, kommt der Koopa nicht wieder, ne? Ah, okay, ich soll die gar nicht einsammeln. Raffiniert, raffiniert. Und deswegen kann ich auch bestimmt hier oben lang, damit es schneller geht. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Oh nein. Hier wird gerade was ganz Furchtbares. Ihr wisst was, klar. Wisst ihr, wofür der Schlüssel ist? Oh nein. Okay. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Hier ist ein Pilz drin. Gut, tun wir mal so einfach, als hätten wir den normalen Weg geschafft. Ich habe irgendwie den Safe Set verballert. Dankeschön. Oh nein! Da unten ist ja eine Münze. .png. Wenn ich es einfügen könnte. Ich weiß mal einfach aus Just for Fun einfügen. Oh, schaut euch an, wie Münze PNG sich mitbewegt. Oh nein! Und deswegen ist hier kein Koopa mehr. Oh. Ja, es ist dieser eine kleine Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar, dass ich den Schlüssel nehmen soll. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass ich erst hier den Pilz rausholen soll und dann ist da eine Feuerblume drin, ne? Sei denn, Yoshi will natürlich... Fick dich, Yoshi! Yoshi ärgert mich gerade. Wofür ich eigentlich Yoshi? Bin ich eigentlich dumm? Ich brauche keinen Yoshi dafür. Habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt noch kurz Probe auf Exempel. Nur just for fun. Pilz. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Genau. Okay. Okay. Können wir Yoshi mitnehmen? Wie gesagt, also, das war ein bisschen dumm von mir. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja, lustigerweise eine Münze eingefügt. So, Wow, mein Renderprogramm spinnt gerade rum. Nicht mein Renderprogramm, mein Aufnahmeprogramm. Im Sinne von, ich bewege mich hier zu schnell. Das sieht ganz komisch auf dem Renderprogramm aus. So, da oben haben wir sogar einen Block. Ignorieren wir den, nehmen wir den mal mit. In der folgenden Welt, werden Items von mehr als ein Level gebraucht, um es zu erklären. Der große Punkt ist das Level. Also, ich denke mal, große Punktlevel sind das. Heißt, ah,
Das sind zwei Stück. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Gut, aber das Level war ziemlich einfach. Doch, das war ziemlich einfach. Kein Posi. Leute, ich kann kein Englisch. Münzenpositionierungen. So. Ein Wort, was gar nicht kürzer ist. Nur sehr viel länger. Bleib mit uns. Oh, Yoshi Island. Bam, badam, bum. Bum, bam, badam, bam. Bum, bum, badum, bum. Warum mache ich das eigentlich? Weiß ich auch nicht. Hier ist Yoshi Island Musik. Hier wird bestimmt ein Yoshi vorkommen, ne? Schlüsselloch, okay. Yoshi. Oh, böse, böse, böse. Okay, Yoshi. Nein, stopp. Wir haben schon mal einen Yoshi gebraucht und der musste dann da bleiben. Ja, wobei. Der ist schon so abgeriegelt, ich glaube. Da müssen wir dann nicht mehr großartig was machen. So. Wir kommen nicht zurück. Gut, dass ich das gemacht habe. Hier komme ich auch nicht mehr zurück. Krieg den Yoshi da raus. Ach. Wetten. Okay, erste Box. Direkt das Rätsel gelöst. Also nicht das Rätsel, aber wie ich zurückkomme. Okay, wir haben P-Switch. Wir haben... Was haben wir denn hier alles? Okay. 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 Ich muss an der Stelle sagen... Das erste Exit sieht doch ziemlich einfach aus. Wow! Slowdowns. Okay, dafür brauchen wir den silbernen P-Switch. Um für die, den Matcha unschädlich machen und die der Schlüssel runterfällt. Eine Coinstack und ein P-Switch. Das ist eine gute Kombination. Ach lol. Das habe ich doch mal in den ersten Level gemacht, wo ich Sachen von Punkt A nach Punkt B getragen habe, wo es gar nicht gemacht werden sollte. Ah, ich erinnere mich noch. Fuck. Lauf, Mario! Lauf, du Klempner-Gesicht! Warte, ist das überhaupt die Sprint-Taste? Ja, ist es. Passt. Ah, danke schön. Okay, wir haben einen P-Switch mit. Dann haben wir zwei P-Switches hier. Können aber, lustigerweise... Lustigerweise... Oh, fuck. Ich hätte den Yoshi um... Na, ich will das Viech da oben nicht töten. Das soll ich vielleicht auch noch am Leben lassen. Brauche ich die Coinsnack noch? Da unten. Mit den Sternen aus dem Weg räumen. Aber es ist für das andere Exit, glaube ich. Werden Chucks unschädlich durch P-Switch in Silber? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann da eh gerade nicht zwischen, weil ich groß bin. Wobei, ich bin ja gleich wieder klein. Aber wie kriege ich die Shell auch da raus? Ah ja, ich bin ja groß. Ups. Wie kriege ich die Shell da raus? Ich muss ja irgendwie klein werden. Moment. Ist das dieselbe Höhe? Ich glaube zwar nicht, aber... Ist das dieselbe Höhe? Nein, ist es nicht. Aber ich kann mich treffen lassen und durchsprinten. Ja, das kann ich machen. Ich glaube, das erste Exit habe ich schon gelöst. So, ein kleiner Freund. Lauf mal los. Dein Glück ist famos, dass du freikommst. Hallo, P-Switch. Ja, ich brauche den Kollegen ja auch nur hier. Oh, er kommt.
Nein, 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 nein. Berühr mich. Ja. Das war einfach. Das war echt einfach. Okay, das erste Exit wäre gelöst. Das war doch ziemlich simpler, als ich gedacht habe. Und das führt nach oben. Useless Red. Was? Moment, gucken wir nochmal kurz hier rein. Können wir das andere Level auch lösen, ist die Frage. Wir bräuchten eine Feder. Oder? Nee, warte, wir kommen hier gar nicht zurück. Gab es irgendwo oben einen Weg zurück? Irgendwas übersehen? Was mache ich denn da? Warum aktiviere ich dich schon? Ah, die Similar P-Switch. Natürlich. Wobei, als ob das so extrem gemacht wird. Ich glaube, so lange reicht der gar nicht, oder? Oh, das Level ist gar nicht so groß. Silverne P-Switch. Dann könnte ich den Schlüssel mit Yoshi holen, wenn ich Yoshi fütter. Ja, das ist eine Idee. Die sich in die Tat umsetzen lässt. Lustigerweise. Und zwar folgendermaßen. Wir versuchen es einfach mal. Stell mal Yoshi kurz hier hin. Sollte ja ausreichen von der Länge her. Wir müssen in den silbernen P-Switch kommen. Deswegen müssen wir unbedingt nachdenken, was wir machen. Das ist gar nicht mal so simpel. So, Todesblöcke. Nimm. Ach, ja, diese Todesblöcke, ey. Ja, ich habe mich geduckt. Spiel. Nein, ich habe mich wieder geduckt. Spiel. Dankeschön. So, zwei P-Switches. Ich glaube, zwei sind besser als einer. Gut, was müssen wir machen? Die Coinstack muss da einmal hin und wir müssen einmal da lang. Okay. Ach, und deswegen soll der Typ da im Weg sein, ne? Hahaha. Tot. Ich glaube, dich brauche ich nicht mehr. Und wenn, dann habe ich verkackt. So, einmal kurz so. Ah, vielleicht ein bisschen abbremsen vorher. So. Das sollte ausreichen eigentlich. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob mein Plan aufgeht. Dankeschön. Yoshi groß. Schritt Nummer 1 bewältigt. Schritt Nummer 2 müssen. Da müssen wir klein werden. Habe ich sogar kein Problem mit klein zu werden. Nö. Wozu? Wir müssen eh hier durch. Dann kriegen wir den silbernen P-Switch. Ja, kurz mal nachdenken. Kurz mal nachdenken. Und da fällt ein, wir müssen Yoshi auch zum Laufen kriegen. Und das können wir nur mit dem Viech da oben machen. Von daher, was habe ich den Yoshi jetzt verschoben? Ja, habe ich. Okay. Gut, das Viech da oben hat auch einen Sinn. Ich glaube, der Yoshi fällt nämlich so tief runter, dass er hier durchläuft. Wir müssen Yoshi irgendwie durchkriegen. Wir müssen ja irgendwie einen Schlüssel kriegen. Wenn wir einen Schlüssel haben, dann haben wir trotzdem noch ein Problem, nämlich das gesagte... Ah, ich habe mir auch schon sowas von gedacht. Ich glaube, wir müssen echt erst in das andere Level reingehen. Wir brauchen noch besagte Feder, um den Pilz am Anfang wegzuhauen, dass wir da getroffen werden können. Ja, definitiv. Was? Warum habe ich das Level nicht verlassen? Von wann ist das Safe State? What the fuck? Scheiße. Ja, Leute. Dummer Safe State gesetzt. Hier der Zukunftsmaser. Wir werden jetzt im Hintergrund noch kurz das Level beenden. Ist nicht viel. Wie gesagt, wir haben es ja schon gesehen. Im nächsten Part gehen wir dann ins nächste Level. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Beziehungsweise, ich weiß es ja schon. Ich habe es ja schon aufgenommen. Aber wie gesagt, sind wir sehr gespannt für die, die es nicht wissen. Ich würde sagen an der Stelle, Leute, oben links ist der letzte Part. Unten links ist die Playlist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Genießt das immer besser werdende Wetter, was gerade kälter wird. Ja, und bis dahin. Hasta la vista, baby.